Hallo Ghosts, ich bin Tech, Delta Company, Mission Intel. Für einige wird das jetzt nicht so neu sein, aber für manche, die vielleicht nicht so ganz den Dialogen folgen immer, könnte das eine kleine Überraschung sein. Für mich war das nämlich eben auch so der Fall. Normalerweise gehe ich so ziemlich jedem Dialog nach, aber bei Hold wurde ich ein bisschen nachlässig, habe ich gemerkt. Nachdem ich jetzt die Episode 2 abgeschlossen hatte und mit Midas gesprochen hatte, war ich nochmal bei Hold und habe dann da eine Dialogmöglichkeit gesehen, die mir ein bisschen entgangen ist. Und zwar kann man über die guten alten Zeiten in Bolivien sprechen. Wenn man das Ganze macht, kann ich hier leider jetzt nicht zeigen, weil man es nicht wiederholen kann und ich keine Aufnahme laufen hatte. Dann kann man über die verschiedenen Special Operations sprechen. Ja, speziell über Operation Wachmann und über Operation Erzengel, über Operation Oracle, über die ganzen Special Operations und je nachdem, über was man da spricht, bekommt man eine spezielle Belohnung dafür. Unter anderem auch die im Thumbnail erwähnte 416, also HK416 Black Ice. Neben der Waffe und der dazugehörigen Blaupause bekommt man auch noch zwei Titel. Einmal die Rainbow Einsatzkraft und das andere habe ich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm. Das ist nochmal so ein Echelon-Titel. Und nochmal dazu bekommt man ein spezielles Messer und zwar den Suppressor Operativo Dolch. Das ist ein Standard-Dolch der GIS. Das ist eine Antiterror-Einheit der italienischen Militärpolizei oder des italienischen Militärs. Zusätzlich gibt es noch ein Fahrzeug, was man freischalten kann, diesen netten Pickup hier. Und diese ganzen verschiedenen Belohnungen sind jeweils an die verschiedenen Special Operations halt gekoppelt. Ich weiß jetzt nicht, ob man die Belohnungen bekommt, wenn man die Einsätze in Wildlands nicht gemacht hat. Das konnte ich leider noch nicht verifizieren. Ich hoffe, da kann vielleicht jemand irgendwie was dazu sagen oder hat es vielleicht ausprobiert und hat Wildlands vorher nicht gespielt und hat trotzdem die Belohnungen bekommen. Jetzt kommen wir nochmal zu einer Besonderheit der 416 Black Ice und zwar habe ich hier die Möglichkeit auch innerhalb des Gearscore-Modus den Lauf bzw. das Rohr zu wechseln. Ich kann den Standardlauf reinmachen oder ich kann einen kurzen Lauf reinmachen, der mir ein paar Vor- und Nachteile gibt. Und das ist eine Sache, die ich jetzt aus dem Immersive-Modus kannte und bin auch froh, dass es jetzt bei dieser Waffe auch im normalen Gearscore-Modus funktioniert, weil das auch eine Sache war, die ich damals so ein bisschen bemängelt hatte, wo ich gesagt habe, hey, wäre cool, wenn man das Rohr bzw. den Lauf selbst noch auswählen könnte. Das war es jetzt hierzu, eine kleine kurze Info für einige, die das vielleicht noch nicht kannten. Ich wünsche euch noch viel Spaß in Ghost Recon Breakpoint und melde mich ab.